Allzeit hoch! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check am Mittwoch. Es ist endlich passiert. Ja, da guckst du schon ganz. Kennst mich nicht, gell? Ey. Ja, wir haben ein Allzeithoch im DAX. Ja, wir haben so lange drauf gewartet. Es hat irgendwie ewig gedauert. Die Amerikaner machen seit Monaten gefühlt ein Allzeithoch nach dem nächsten. Bei uns hat es jetzt heute Morgen zum Start gleich mal funktioniert. Ja. Oh, ist nochmal jetzt nach oben gegangen, letzten Minuten. 13.640, da liegt das Allzeithoch im Moment. Aber wir sind ja nah dran. Wer weiß, ob es in ein paar Sekunden gleich wieder überschritten wird. Die Stimmung ist offensichtlich wieder besser. Die Geschichte mit dem Coronavirus hat man relativ schnell erstmal wieder in Klammern gesetzt vielleicht und schaut, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das heute ein paar Interviews gelesen und Artikel zu dem Thema. Man darf das bestimmt nicht unterschätzen. Also es überträgt sich von Mensch zu Mensch auch, hat man jetzt mittlerweile feststellen können. Es gibt erste Fälle auch in Amerika. Es wird auch in Europa Fälle geben. Klar, man kann das nicht vermeiden. Aber ich meine, glaubt, weiter zu meinen als jetzt 2002, 2003. Da hatte ja China lange Zeit verheimlicht, dass es sowas gibt. Und mittlerweile geht man ja damit offen um, kommuniziert das auch, reagiert darauf. Natürlich dieses Neujahrsfest jetzt in China kommt natürlich zur denkbar ungünstigsten Zeit. Da sind ja wirklich 100 Millionen Menschen am Reisen in China und auch in andere Länder, nach Europa, nach Amerika. Also es wird Fälle geben. Bleibt halt zu hoffen, dass es sich bei ein paar wenigen dabei bleibt und dass sie schnell behandelt werden können und dass die Sterblichkeitsrate hier möglichst gering ist. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft kann man nicht abschätzen, halten sich hoffentlich in Grenzen auch. Natürlich, die Gesundheit ist eh wichtiger, aber auch für die Wirtschaft ist es wichtig, dass es sich in Grenzen hält. Der DAX ist ausgebrochen jetzt. Was heißt das? Ja, er macht das, was wir erwartet haben, nachdem wir eben diesen Ausbruch aus dieser Sideways-Range bestätigt haben. Jetzt ist das Ziel 13.800 Zähler, hatte ich ja gesagt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da, heute ist Mittwoch, ja, vielleicht nicht diese Woche, aber dann nächste Woche, dass wir durchaus in den Bereich da vorstoßen können. Dann gucken wir aufs Produkt, das sich natürlich jetzt auch wieder positiv entwickelt. Das könnte auch noch ein bisschen zeitversetzt sein. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass wir deutlich über, was heißt deutlich, aber wie ich meinen Arbeitsplatz verlassen habe, waren wir bei 9,20, 9,30. Und da denke ich mal, sollten wir auch in dem Bereich stehen. Heißt, der Stopp wird jetzt mal nachgezogen. Das müssen wir jetzt die nächste Zeit machen, aber wir haben da jetzt keinen Stress, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt ganz schnell zurückfallen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie gesagt, 13,8, dass wir da in dem Bereich vorstoßen. Gut, jetzt merken wir uns erstmal das Allzeithoch. Mal schauen, wie lange wir es uns merken müssen dürfen. Was auch immer. Aber es schön ist, ne? Die Grundzahl, die merken wir uns erstmal. Ja. Dankeschön für heute, Thomas. Gerne. Wir sehen uns morgen wieder zum DAX-Check. Bis dahin.